Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal sind wir hier in das Laboratorium eingedrungen, um Gustus zu retten. Denn der wurde von einem kleinen, größenwahnsinnigen Zauberer entführt. Und die kann man gar nicht mehr aufsammeln. Den wir beim letzten Mal auch besiegt haben. Und jetzt müssen wir Gustus noch befreien. Das bedeutet, wir müssen erstmal an diesen Zauber hier ran. Und dazu brauchen wir hier diese komische Schalterkombination. Aber die weiß ich leider nicht. Ah, da tut sich nichts. Was haben wir denn da? Ich meine, wir könnten jetzt natürlich die Kombination aus Gustus geheimer Kammer ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Es wäre rot. Blau. Grün, gelb und dann die letzte. Versuchen wir es einfach mal. Sonst muss ich nochmal woanders hingehen und gucken, wie die Kombination ist, ob die hier irgendwo noch steht. Ob ich irgendwas übersehen habe. Denn den Zauber brauchen wir, um Gustus zu retten. Also eigentlich nicht. Eigentlich kann ich auch den Dreieinigkeitszauber benutzen. Aber das Spiel geht ja davon aus, dass wir den nicht zwangsweise haben bis hierhin. Und die Kombination scheint falsch gewesen zu sein, oder? Nee, das ist noch nicht offen. Wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, wird sich wahrscheinlich auch nichts tun, oder? Ne, da gehen die Schalter nur wieder hoch. Okay. Dann müssen wir doch... Ich bin so doof. Ich bin so doof. Es wurde extra darauf hingewiesen, dass die geordnet sind. Und zwar vom größten bis zum kleinsten. Und sie haben verschiedene Farben, nicht wahr? Ja, okay, das heißt, der größte ist blau. Dann kommt lila. Dann kommt grün, rot, gelb. Blau, lila, rot, grün, gelb, oder? Probieren wir das mal aus. So, blau. Einmal runter mit dir. Lila. Ja, komm, steck das Schwert mal weg. Das brauchst du jetzt gerade nicht. Grün, rot, gelb. Moment, ich muss mal eben nachgucken. Grün, rot, gelb. Oder? Ja. Grün, rot, gelb. Wunderbar. Der Schalter hier. Das ist aber echt... Das ist ein gutes Rätsel hier, das mit dem Planetarium. Also, eigentlich ist der Hinweis ziemlich offensichtlich. Hä? Muss ich den letzten Schalter gar nicht mehr betätigen? Oh, den habe ich schon. Oh, cool. Eigentlich war der Hinweis ziemlich offensichtlich, aber wie ihr sehen könnt, man muss nicht unbedingt sofort darauf kommen. Oh, sehr schön. Damit haben wir den Eisspeer gelernt. Du bist jetzt Meister der Magie, Magier Glacia Speer. Sehr schön, den werde ich auch direkt mal ausrüsten. So, den zeige ich dann aber nicht hier, sondern da, wo Gustus gefangen gehalten wird. Denn da hat es auch direkt einen Nutzen, wenn wir das einsetzen und ich verschwende nicht so viel Mana. Hallo? Hi? Gehst du da bitte runter? Ah, ich muss die Leertaste drücken, okay. Dann wollen wir mal zu Gustus zurückkehren und ihn retten. Und dann nochmal gucken, was wir noch so Schönes finden können. Stirb! Aua! Los, geh kaputt. Und drop uns was Schönes, ha? Huh? Oh, da ist ja noch einer. Okay, dann probiere ich den Zauber jetzt mal bei dir aus. Ups, das war der falsche. Und das macht nicht wirklich viel Schaden. Na komm, stirb. Stirb. Ich glaube, ich brauche mal einen roten Trank. Ihr seht, der füllt nicht die volle Energie auf, aber immerhin ein bisschen was. Ich speichere erstmal. So. Nicht, dass wir uns... dass wir gleich hier noch verrecken. Dann müssen wir das ganze Schalterrätsel nochmal machen. Das wäre irgendwie sehr umständlich. So, keine Gegner in der Nähe. Kann ich das Buch hier eigentlich lesen? Nein? Nicht von der Seite? Nee, schade. Na gut. Ups. Dann machen wir mal hier den Zauber. Bam. Und Gustus ist frei. Und er ist ein bisschen älter geworden. Hallo. Wie geht's dir? Danke, Hype. Du bist wirklich ein großer Ritter.
Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Ich war nicht sicher, ob du bis zu dieser Epoche vordringen könntest. Ich habe dich unterschätzt. Verzeih mir. Gut, jetzt rasch. Wir müssen verschwinden, ehe die Festungswächter uns entdecken. Ja, alles klar. Das machen wir doch mal gleich. Jetzt können wir auch an den Schalter ran, der von dem Feuer verdeckt wurde. Und wir können in... Wobei, nein, das haben wir sowieso schon gemacht. In der Festung von Thoras im ersten... In der ersten Epoche hätten wir... Da war ja auch so ein Feuer. Ach, da wollte ich doch gar keinen Zauber benutzen, egal. Aber da hatte ich auch schon den Dreieinigkeitszauber und habe das damit weggemacht. Warum geht das Feuer nicht aus? Das ist unrealistisch. So, einmal auf den Schalter gedrückt. Das heißt, wir haben schon in dieser Ära zwei Zauber gefunden. Ich glaube, es gibt in jeder Ära drei Zauber. Was insgesamt 12 Zauber macht und eigentlich Sinn ergibt. Das heißt, ein Zauber dürfte uns noch erwarten. Und ich glaube, ich weiß auch, wo er sich befindet. Schauen wir mal. Cooler Teppich. Naja, eigentlich nicht. Aber das sieht auch als, aus, als könnte das auch ein Hinweis für irgendein Rätsel sein mit den komischen Farben hier, aber ist es nicht. Wir laufen jetzt erstmal jedenfalls hier durch diesen total sinnvollen Kanalisationstunnel, der irgendwie überhaupt nicht sinnvoll ist, weil der hört an der einen Stelle auf und geht einfach nur hier hin und es gibt keine anderen Abzweigungen oder so. Hier ist, was ich die letzten Jahre erfahren habe. Das königliche Juwel hat dir nichts außer einem kleinen Sprung in der Zeit erlaubt. Jetzt musst du das Juwel der Menschen finden. Für jeden Sprung in der Zeit, bis hin zu deiner Epoche, benötigst du ein Juwel. Und du musst dieses Juwel noch in der Epoche, in der du es gefunden hast, mit himmlischer Energie aufladen. Ich habe außerdem noch gelesen, dass dein Schwert umso stärker wird, je mehr du das Juwel beherrschst. Echt? Wenn du cool. Das Juwel der Menschen gefunden hast, dann komm in mein Herrenhaus. Ich werde dann sicher neue Informationen haben. Um dein Juwel zu finden, lege ich dir die Schatzkammer im Park der Tapferen nahe. Es ist sehr schwer, dort hineinzugelangen. Man sagt, dass die Räuber versuchen, ihn durch einen Geheimgang im Wald zugänglich zu machen. Das ist alles, was ich weiß. Viel Glück. Warte, bis ich mich entfernt habe, ehe du rausgehst. Die Wächter dürfen mich nicht mit dir zusammensehen. Warum dürfen sie das nicht? Denkst du, die lassen dich einfach raus, wenn du wegläufst? Aber gut, das könnte natürlich bedeuten, dass sie mich dann bei Gustus suchen würden oder so. Wow, zwei Kräuter auf einmal. Das kann ich nicht mehr mitnehmen. Jetzt schon. Ah, wisst ihr was? Ich fülle mich mal direkt ganz auf. Wenn wir sowieso schon am Maximum sind, macht das ja Sinn. Ist da auch noch was Schönes drin? Nö, schade. Na gut. Dann wollen wir uns mal erstmal zum Park der Tapferen aufmachen und mal gucken, ob wir da so reinkommen. Und wenn nicht, dann werden wir mal die Räuber aufsuchen. Dann werden wir wahrscheinlich Charon, die auf den Fahndungsplakaten schon ausgeschildert war, aufsuchen müssen. Ich guck mal eben auf die Karte. Ja genau, in den Wald. Das schauen wir uns gleich mal an. Moment, nein, hier wollen wir lang zum Park der Tapferen. Glaube ich, ja genau, hier sind wir richtig. Sehr gut. Da waren wir schon mal kurz drin, aber ich bin sofort wieder rausgegangen. Und ich möchte zumindest einmal mit dem Kerl reden, der davor stand. Ich glaube, Senekal hieß er. Das wurde ja auch mal in einer der früheren Folgen von irgendeinem NPC erwähnt. Genau, da ist er doch. Hallo, Senekal. Stopp, Ritter. Für wen hältst du dich? Um in den Park der Tapferen einzutreten, muss man einen Passierschein der Burgwache haben. Geh, hau ab. Verschwinde. Okay. Aber du bist ein Fremder. Aha, jetzt verstehe ich alles. Nun gut, ich werde dir erklären, was dir passiert, wenn du mich angreifst. Erstens, du wirst dich lächerlich machen und zweitens, du kommst niemals hinein, weil ich der Einzige bin, der hier entscheidet. Und wenn ich dich so ansehe, glaube ich, dass du noch einen weiten Weg vor dir hast, ehe du dich mit mir oder dem Gladiator anlegen kannst. Das denkst du. Aber nun gut.
Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Ich speichere nochmal eben. Wenn wir schon mal aus dem Laboratorium raus sind, sollten wir das auch gebührend festhalten. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zum Wald und gucken, dass wir irgendwie mit den Räubern in Kontakt treten können. Bleibt noch was anderes zu tun hier gerade? Ich überlege gerade. Rüstung reparieren? Nee. Eigentlich gerade nicht. Nee, machen wir später. Wenn es sich richtig lohnt. Und jetzt genießen wir hier einmal die stille Nacht und die schöne Musik, die dabei läuft. Ja, ihr müsst mal drauf achten. In jeder Epoche läuft andere Musik. Das heißt, hier läuft andere Musik als in der ersten Ära und genauso in Gustos Herrenhaus. Das ist eigentlich sehr schön. Das sorgt wirklich für Atmosphäre. Und da fange ich schon wieder an, über die Musik zu reden. Das ist unglaublich. Na gut. Fässer. Ich finde es einfach schön, wie man rumläuft und irgendwie die Besitztümer der anderen Leute in solchen Spielen zerstört. Ohne irgendwann mal Konsequenzen dafür zu tragen. Das ist ja in The Legend of Zelda genauso. Bloß statt Fässern sind das da immer dann Vasen. 355 Plastiks. Das ist doch schon eine sehr gute Bilanz. Ach ja, dich brauche ich ja nicht angreifen. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg, genießen den Sternenhimmel, der irgendwie nur an den Seiten zu sehen ist und nicht über uns. Ha, ist das nicht schön. Und der Mond. Ein Vollmond. Wir müssen aufpassen, dass wir keinen Werwolf begegnen. Das wäre irgendwie suboptimal. Dann kann ich auch nochmal speichern. Das will ich auch tun. Hopp und hopp. So. Halten wir auch einmal unsere Chroniken fest. Wir schreiben auch einen Almanach, genauso wie Gustus. Und hey! Seht ihr das? Das war vorher aber noch nicht da, oder? Diese Öffnung da. Uah. Hilfe, 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 Hilfe. Also vorher kümmere ich mich erstmal um diese fliegenden Ratten. Ah! Nein, Quatsch, fliegende Ratten sind Tauben. Keine Fledermäuse. Och, ihr blöden Mistviecher, ihr geht mir sowas von auf die Nerven. Meine Güte. Das kann doch nicht wahr sein. Komm her. So, kommt her. Ich erwarte euch. Mein Schwert ist sehr blutdrüstig. Komm her, komm her, komm her. Jetzt kriegst du auch eins. Das ist wunderbar. Boah, sind die Viecher nervig. Aber das hier war wirklich vorher noch nie da, oder? Ja. Du willst uns doch nicht etwa angreifen. Wir kommen hier mal, um zu reden. Das war noch nicht offen beim letzten Mal. Da bin ich mir sehr sicher. Das hätte ich doch gesehen. Komm. Mach dich nicht lächerlich. Leg deinen Bogen weg. Du hast keine Chance gegen uns. Wir sind nämlich ein zeitreisender Ritter aus der Zukunft. Na komm. Halb leg den Schalter um. Sehr gut. So sehe ich das doch gerne. Hallo. Was soll das denn? Uff, du bist schön. Du bist stark, Ritter. Du bist wohl stark, aber wir sind in der Überzahl. Ihr da, nehmt nicht ihm mehr seine Armbrust und seine Plastiks weg. Was? Nein. Okay, Charon, das ist schon so gut wie erledigt. Hallo? Hype, tu was dagegen? Ich meine schönen Plastiks. Charon. Anführerin der Räuber. Ich werde dir dein Schwert lassen. Du wirst es brauchen. Wie du siehst, schöner Ritter, weiß ich, wer du bist. Man sagt, du könntest durch die Zeit reisen. Deine Kräfte könnten mir nützlich sein. Ich würde gerne in die Schatzkammer im Park der Tapferen gelangen, um meinen Vater zu rächen. Er war der Architekt, der den Park der Tapferen erbaut hat. Aber Taskan der Erste hat ihn nie dafür bezahlt. Es gelingt uns derzeit nicht, in die Schatzkammer einzudringen. Deshalb habe ich eine Mission für dich. Du musst meinen Vater in der Vergangenheit in Toras finden und ihm mein Armband zeigen. Er wird dann wissen, dass du in meinem Auftrag kommst. Bitte ihn, sich einen Zugang zur Schatzkammer auszudenken. Wenn du erfolgreich bist, gebe ich dir dein Geld und deine Armbrust zurück. So wie ein Abzeichen. Und die Räuber werden für immer deine Verbündeten sein. Klingt gut.
Für eigene Zwecke die Vergangenheit verändern? Das hat was. Alles klar, dann werden wir das mal machen. Ich will nämlich meine Armbrust wieder haben. Ich finde meinen Vater in der Zeit und sage ihm, dass er für eine Möglichkeit sorgen soll. Naja, bla bla. Unsere ganzen Plastik sind weg. Ey, hast du mal überlegt, dass wir die noch brauchen könnten, Frau? Meine Güte. Aber na gut, gehen wir nach Torras und reisen zurück in der Zeit. Das ist ja glücklicherweise nicht schwer. Da steht auch eine Armbrust. Ich meine natürlich eine Sonnenuhr. Und schauen wir uns an. Ah, jetzt weiß ich auch, warum das schwarz war. Das Banner gibt es in verschiedenen Farben. In Blau, in Weiß und anscheinend auch in Schwarz. Genau wie im Laboratorium. Sehr interessant. Moment, kann ich diesmal da durchgehen eigentlich? Nö, klappt nicht. Na gut, dann nehmen wir lieber das große Tor. Das ist sowieso besser für den Ego. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Dann reisen wir mal wieder zurück in die Ära Tuscans Ersten. Da scheint sowieso mal die Sonne, was eine schöne Abwechslung ist zur ganzen Nachtzeit. Wobei, ich mag eigentlich, wenn Nachtzeit ist. Das ist irgendwie schön beruhigend und angenehm. Ich bin sowieso eher ein Nachtmensch als ein Tagmensch. Was man auch daran merkt, dass ich gerade diese Folge um 5.40 Uhr morgens aufnehme. Was aber nichts Schlimmes, weil ich habe vorlesungsfreie Zeit und da habe ich nichts zu tun. Und ja, ich weiß, ich bin ein asozialer Student. Bla, bla, bla. Aber sei froh, so kann ich wenigstens was aufnehmen, habe Zeit dafür. Also, ach nee, hier ist der Schuhmacher. Wir wollen ja zum Architekten. Und nochmal Fässer in die Luft springen. Schade, nichts drin. Hallo. Ein Park der Tapferen. Danke, Ritter. Ich muss das Armband erstmal ausrüsten. So. Ich brauche mal einen blauen Trank. Ich glaube, ich brauche zwei blaue Tränke. Ich würde jetzt hier auch mal in die Taverne gehen, aber leider habe ich kein Geld mehr. Hallo, ich... Was sagt ihr, Ritter? Ihr kommt aus der Zukunft? Im Auftrag meiner Tochter Charon? Und sie hat euch ihr Armband als Beweis mitgegeben? Das ist ja unglaublich! Aber ich weiß, wenn ihr ihr Armband habt, dann nur, weil sie es so wollte. Ich habe von euch gehört, Ritter. Die Wachen suchen überall nach euch. Es gibt das Gerücht, dass ihr euch in Luft aufgelöst haben sollt. Jetzt beginne ich zu glauben. Tja. Nun gut. So sei es. Ich werde ein Öffnungssystem für die Schatzkammer im Park der Tapferen konstruieren. Und Charon wird den Schlüssel haben. Lebt wohl, Ritter. Und vergesst nicht, Charon das Armband zurückzugeben. Also im Grunde darf man jetzt auch nicht so viel weiter über dieses Zeitreiserätsel nachdenken. Denn dadurch, dass wir jetzt einen Eingang zur Schatzkammer konstruiert haben und Charon den Schlüssel hat, hat sie eigentlich keinen Grund mehr, uns festzuhalten und uns zu ihrem Vater zu schicken. Wodurch sie uns die Armbrust nicht abnehmen konnte und das Geld und so. Was aber auch wieder darum führt, dass sie uns nicht in die Vergangenheit schickt, um nicht mit ihrem Vater zu reden, wodurch die Änderungen nicht passieren. Und ja, ihr seht das Problem. So kleine Paradoxe, aber da darf man einfach nicht weiter drüber nachdenken bei solchen Spielen. Einfach akzeptieren und gut ist. So. Dann kann man sowas auch viel eher genießen. Falls ihr sowas nicht akzeptieren könnt, dann, tja, habt ihr leider Pech gehabt. Das Spiel ist nun mal so und ich find's schön. Ich werde es auch weiterspielen und nicht wegen so einer kleinen Banalität aufgeben. Oh, Geld. Juhu. Ich hoffe, ich kriege auch das ganze Geld wieder. Das waren 300 irgendwas. Plastiks. Und die will ich alle zurückhaben. Alle. Bis auf jeden kleinsten Plastik. Sonst habe ich alles kurz und klein mit dem Schwert des Friedens. Haha. Es wird dann kein Schwert des Friedens mehr sein. Nein, das wird dann ein Schwert des Banditenverkloppens sein. Oh ja. Und ihr blöden Fledermäuse könnt mich jetzt einfach mal gerne haben. Ich renne hier durch. Und hallo. Charon hat mich mit einer Nachricht zu euch geschickt. Sie traut euch immer noch nicht. Also möchte sie euch in unserem Dorf treffen. Wir haben den hohlen Baum für euch geöffnet, der dorthin führt. Es liegt ein Stück weiter im Wald. Macht euch auf den Weg.
Niemand lässt unseren Anführer Charon warten. Ihr habt ein ganzes Dorf? Das ist cool. Hier ist tatsächlich niemand mehr. Dann müssen wir mal zum großen Baum gehen. Und schauen, dass wir da das Dorf der Räuber finden. Also der soll ja angeblich hohl sein. Das ist sehr interessant. Schauen wir uns das mal näher an. Dumm. Hier waren die Geister, aber in denen laufe ich jetzt einfach mal vorbei. Wie gesagt, früher dachte ich, die wären unverwundbar und ich wollte einfach nicht da lang gehen, weil die Geister da waren. Und ich sie einfach nicht besiegen konnte. Das war echt furchtbar. Ja, was man so als kleines Kind nicht durchmacht. So. Ist das der hohle Baum? Der war vorher aber auch noch nicht hohl, oder? Als ich beim letzten Mal hier war. Da könnte ich mich dran erinnern. Ah. Faszinierend. Das ist natürlich sehr cool. Es ist auch kein Wunder, dass die Wachen des Königs die Räuber nicht aufspüren können. Ich meine, natürlich, wenn sie in dem hohlen Baum da gucken würden, um den Schalter zu finden, dann könnten sie das Dorf schon finden. Aber so an sich ist das echt gut versteckt. Muss man schon sagen. Sehr cool. Das Dorf der Räuber. Oh ja. Jetzt rauben wir die Räuber aus. Ist es nicht ein bisschen ironisch? Wir haben dich erwartet, Ritter. Er heißt Mordor. Du bist vielleicht einer unserer Verbündeten. Ja, aber im Moment traue ich dir nicht. One does not simply walk into Mordor. Oder bringt. Nein, das heißt eigentlich. One does not simply. Doch, one does not simply walk into Mordor. Plopp. Doch, so einfach geht das. Oh Mann. Schlechte Wortwitze. Das sind fast meine Spezialität. Es gibt sicher Leute, die können das noch besser als ich, aber ich mache das ab und zu auch mal ganz gerne. Leg dich nicht mit Charon an. Wenn du Unfug treibst, werden wir dir das eiligst austreiben, verstanden? Geh hin. Sie wartet auf dich. Ja, ja, ja. Ihr hättet mir auch mal direkt sagen können, dass ihr hier so ein schönes Dorf habt. Das ist cool. Schick, schick, schick. Erinnert mich irgendwie an eine Mischung aus dem einen Zeitalter in Mist, das oben auf den Bäumen ist, und dem Sumpflager aus Gothic. Das ist cool. Und Gothic ist uns, oder also beides sind Mist, sowohl als auch Mist als auch Gothic, sind sehr coole Spiele. Und falls ihr die noch nicht gespielt habt, dann guckt euch die auf jeden Fall mal an. Also vor allem Mist ist ein Spiel, das man einfach mal gespielt haben sollte. Kann ich da hoch? Moment. Das will ich doch einmal ausprobieren. Die Fackel stört mich gerade ein bisschen. Ich meine, ich könnte da... Verdammt. Ich meine, ich könnte da hoch. Auch wenn ich da jetzt... Ja, das war natürlich der größte Fail des Lebens. Okay, nein, das geht nicht. Ich hab's ja schon verstanden. Ich meine aber, später könnte man da irgendwie hochklettern. Egal. Links oder rechts? Links. Wobei, da wird sie uns wahrscheinlich warten, oder? Gucken wir einfach mal. Ich schaue mich lieber erstmal ums Haus um. Und da ist ein Speicherpunkt. Ich guck mal eben auf die Uhr. Eigentlich ist es Zeit zu speichern. Vorher schaue ich nochmal eben in das Haus. Ah, da erwartet sie auf uns. Sehr gut. Den Rest gucken wir uns dann später an, nachdem wir mit ihr geredet haben. Du hast sicher etwas für mich, Ritter. Ich warte. Ja, ja, hier ist ja dein blödes Armband. Da, bitteschön. Danke. Wie versprochen, hast du hier das Abzeichen der Räuber zum Beweis, dass wir für immer deine Verbündeten sind. Aber ich brauche dich noch. Wir kennen das Öffnungssystem, das mein Vater vorgesehen hat. Mein Plan hat funktioniert. Aber noch nie ist ein Räuber aus der Schatzkammer zurückgekehrt. Wegen des dreiköpfigen Drachen. Mit deiner Magie wird es dir gelingen. Und dann räche ich meinen Vater, indem ich alle Reichtümer nehme. Solange du damit nicht dem Volk von Thoras schadest. Das die Schatzkammer des Parks der Tapferen abschließt, hat mein Vater die Reproduktion meines Armbandes in Stein gehauen. Wenn du dieses mit einem Bolzen deiner Armbrust triffst, öffnet sich das Tor. Ehe du gehst, besuche meine Wächter
Die werden dir das Leben erleichtern. Sei vorsichtig und viel Glück. Okay. Jetzt hast du das Abzeichen der Räuber. Ist das eine Kanne auf dem Bild? Sehr interessant. Habe ich meine Armbrust zurück? Natürlich nicht. Na gut, dann werde ich wahrscheinlich von den Wächtern die Armbrust zurückbekommen. Vergiss nicht das Abbild meines Armbandes beim Gitter. Ja, bla bla. Ich werde deine Wächter schon besuchen, ansonsten komme ich ja gar nicht erst rein. Ohne Armbrust. Aber das werden wir mal in der nächsten Folge angehen. Ich speichere mal eben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Verdammt, ich kann nicht in die Kamera gucken. Egal, dann suche ich mir noch eben eine schöne Stelle, um den Part zu beenden. Irgendwie hier so ein Ausblick. Ui, auf den Mond. Moment. Irgendwie kriege ich die nicht hinter dem Blätterdach hervor. Vielleicht von hier aus? Ah, nö. Na gut, dann gucken wir einfach hier runter. Über das kleine Baumdorf. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.